Hallöchen und grüß euch! Ich habe mal wieder einen kleinen Prank vorbereitet an unseren lieben Zeitgenossen Felistar. Viele haben sich mal wieder gewünscht, dass ich mit ihm ein Video zusammen mache. Und ja, ich habe wieder mal mit ihm gespielt. Das neue Update ist draußen. So konnte man ihn natürlich ziemlich schnell wieder zu GTA hereinlocken. Er war ein bisschen verängstigt und verstört noch vor uns, der eine Familie, obwohl wir für ihn doch nur das Beste wollen. Aber letzten Endes haben wir es geschafft und er hat uns einfach mal durch das neue Update gelotst und der Typ... Ach, er ist einfach ein süßer kleiner Junge. Nur Pedo. Er ist ein wirklich lustiges kleines Kerlchen und deshalb, Leute, genießt das Video in vollen Zügen. Lasst unbedingt ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn wir heute wirklich mal auf die 5 Likes gehen können und das schaffen, damit vielleicht noch ein weiteres Video mit dem Kollegen mal wieder in naher Zukunft folgen wird. Und ansonsten abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen und dann geht's jetzt auch schon los. Viel Spaß. Wo bist denn du gerade? Irgendwo draußen. Ich sehe hier so eine komische Platte. Eine komische Platte? Ja, zufälligerweise habe ich so eine gekauft, aber für was ist sie, wenn ich fragen darf? Ja. Oh shit, also so kenne ich mich leider nicht aus. Ich weiß nicht, was für Platten man kaufen kann hier in GTA, Alter. Du kennst dich mehr aus als ich. Du solltest GTA-Videos machen. Ja, aber das ist so... Ey, hast du Grüße an Felistar? Hau mal Grüße an Felistar raus. Du, ja du. Willst du Felistar was sagen? Wer ist diese komische Dame? Das ist deine Janne-Mama. Ja, sag. Mama. Grüße an Felistar. Janne Mama. Janne Mama, danke Mama. Ach so, danke Mama, hat er gesagt. Oh, ist ja süß. Meine Mama oder meine Janne Mama? Beides. Beides. Kommst du zum Bunker, Fedi? Das ist auch mein Bunker. Hä, wie kann das sein, dass mein Bunker und nicht dein Bunker? Ja, die nehmen ganz viele kleine Kinder neben dem Bunker, weil das der teuerste ist. Dann denken die, dass die cool sind. Bestimmt hast du den auch genommen, weil du denkst, dass du dann cool bist. Ja, deshalb bin ich cool. Kennst du dieses Rocket Bike? Das wollten wir dir zeigen. Ja. Nee, kenn ich nicht. Was ist dein Rocket Bike? Das ist voll geil. Echt, ja. Wir zeigen's dir. Ey, da drauf, wenn man auf diesem Rocket Bike einfach drauf ist, dann ist man einfach so eine Hexe ist man dann. Du kennst doch bestimmt so die kleinen Hexenfilmchen so aus deiner Kindheit. Du bist zwar noch immer ein kleines Kind, aber vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. So, als du noch kleiner warst als jetzt, dass du vielleicht so Hexenfilme gesehen hast, wie die auf ihren Besen reiten, die Hexen. Bibi Blocksberg zum Beispiel. Ja, genau. In GTA ja, bist du vielleicht ein erwachsener Charakter. Guck das nächste, Fedi, guck das nächste. Ey, lol, hast du es gesehen? Da ist die Hexe gerade vorbeigeflogen. Das ist das, was ich meine. Man wird einfach so zu einer Hexe, wenn man auf diesem neuen Motorrad ist. Wo ist sie? Warte mal, guck mal auf die Karte da. Dieser Hexenbesen da auf der Karte unten links da. Das ist der Hexenbesen. Siehst du ihn? Sieht doch so aus wie ein Hexenbesen da unten. Da siehst du ihn auf der Karte. Mal sehen, ob wir ihn gleich sehen. Guck da hinten ist er. Ja, ich sehe ihn. Was macht er denn? Oh mein Gott! Voll geil, oder? Ist neu durchs Update. Wo zielst du hin? Du hast gerade daneben gezielt. That aim, Bro. That aim. Was macht das dort? Hör mal auf zu schießen. Nein, nicht dich. Nicht du. Ich muss die Hexe töten. Nein, die Hexe. Nein, dann wird sie böse, wenn du sie anschießt. Ja, böse. Also, das will sie nicht. Das ist richtig gefährlich. Dann kommt auf einmal so Gewitter und man ist so ein saurer Regen und so. Man wird da richtig vergiftet und es regnet Gummibärchen. Alter, was ist da? Guck mal, sie wirft schon. Hör mal auf zu schießen, Fedi, das ist gefährlich. Hör auf zu schießen, wirklich. Nein, das ist nicht gefährlich. Doch, du kannst die Situation... Du kannst die Situation nicht einschätzen. Ich war zuerst mit dem Geister fertig und jetzt werde ich mit dieser blöden Hexe auch fertig. Oh no. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ich helfe dir. Ich bin auf deiner Seite, hallo. Ich helfe dir. Meine Waffe? Ich kann dich nicht töten. Ey, die Hexe tötet uns, wenn du so weitermachst. Oh. Da töte ich uns beide. Was? Warum bist du nicht gestorben? Ach man, mein kleiner Racker, du. Das ging ja nach hinten los, diese Aktion. Komm, versuch nochmal. Versuch nochmal. Ich hatte gerade Gottmut an. Okay? Wie kann ich auch Gottmut an haben? Ich hacke, Alter. Wie kann ich auch hacken? Oh, hell no! Ich als dein Janne-Papa muss doch wissen, dass du allein über die Straße gehen kannst. Was macht man denn normalerweise, bevor man über die Straße geht? Okay, ich weiß es. Okay, dann sag's mir oder spiel's nach in GTA. Gucken. Hören. Laufen. Genau, juhu.
Oh, da würde ich jetzt nicht lang rennen. Oh, das war knapp. Das war knapp. Hilfe, ich habe mich irgendwie verlaufen. Das ist nicht mein Bunker. Wo bin ich? Hey, hilf mir kurz. Hau nicht ab. Wo gehst du? Nein. Nein, wie komme ich hinterher? Wo bist du denn? Ich? Ja, wo bist du? Sag mir, was siehst du? Dann komme ich zu dir. Viele Kisten voll mit Waffen. Viele Kisten voll mit Waffen. Es macht die Aktion. Ich will raus. Sonst verlasse ich die Lobby. Du kannst doch auf die Map gehen und mich verfolgen und sagen, wo ich lang muss. Gerne, ich lotse dich aus dem Labyrinth raus, du kleiner Hosenscheißer. Oh mein Gott, wo bist du denn? Du bist ja im hintersten Eck. Genau, geradeaus, mein Junge, geradeaus. Ich lotse dich raus, keine Sorge. Nicht an... Nein. Wenden. Jetzt rechts. Nein, zurück. Ah, du bist aber auch echt ein verwirrtes Kind, Alter. Oh mein Gott, Alter, du hättest da vorne rechts gemusst. Egal, lauf so. Lauf einfach so. Und jetzt rechts. Rechts. Genau. Und jetzt links. Da siehst du jetzt das Auto. Aber komm mal her. Och. Ist das die Hexe? Ja, der war gerade Hexe, aber ist jetzt nicht mehr, weil du den Besen zerstört hast. Komm jetzt einfach mal wieder zum Eingang. Genau, nur geradeaus. Nur geradeaus. Er will mich töten. Einfach geradeaus gehen. Geh einfach geradeaus. Der ist nett, wenn du ihn in Ruhe. Nein, umdrehen. Du Scheiße. Okay. Ich muss hier hinfahren. Wenigstens kannst du gerade fahren, das ist schön. Oh, nein, doch nicht. Der Moment fährt er erstmal schön gegen die Wand gegen. So ist das schön. Oh, die Wand hast du nicht kommen sehen, oder? Ach du Scheiße, Junge, diese Driving Skills. Was machst du? Junge. Kannst du mal bitte ordentlich fahren, Alter? Ist doch nicht dein Ernst jetzt hier. Oh no, Alter. Scheiße, wie fährt der? Der war noch nicht in der Janne München Fahrschule, glaube ich. Du lenkst mit Dreieck und damit Kreis. Ah, okay, also, Rechts ist Dreieck. Kreis ist links. Aber ich drücke die ganze Zeit Kreis. Bei den Caddies ist es anders als bei den normalen Autos. Da lenkst du mit Dreieck nach links. Und du bist Dreieck! Dreieck! Okay, Dreieck. Ey, ihr wollt mich doch verarschen, ich kann mich nicht erinnern. Mit Dreieck steigt man aus. Ihr wollt mich verarschen. Nein. Okay, vielleicht haben wir dich gerade ein bisschen geneckt. Ey, werd nicht so aggressiv, du kleines Kind, Mann! Du bist in meinem Bunker hier! Tut mir leid. Kein Problem, ich hab dich doch lieb. Oh. Du hast... Ey, nein! Der hat es tatsächlich geschafft, sich hier festzufahren, ne? Der hat es wirklich gebracht, der Junge. Der hat es wirklich gebracht, sich festzufahren. Ey, mit diesen Scheißteilen, die etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren, hat er es geschafft, sich festzufahren. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Es ist der Controller. Ich habe gesagt, du flexst mit Dreieck und mit Kreis. Ja, okay, es ist der Controller. Dreieck und Kreis. Alter, der hat uns einfach eiskalt festgefahren. Ey, ich sitze hier einfach fest, ne? Ohne Witz. Ich kann ja hier gar nichts machen. Doch, hier kann ich einsteigen. Ach du Scheiße, der hat's wirklich geschafft, dass zwei Caddies hier rumhängen. Mann, ey, das geht doch nicht. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ey, jetzt rennt er einfach weg. Kommst du mal bitte her? Du hast hier gerade alles kaputt. Er nimmt sich deinen nächsten Caddy, Alter. Den fährt er sich auch noch kaputt. Ey, ich bin hier gefangen. Ich bin hier einfach gefangen wegen euch. Guckt euch an. Ich bin hier gefangen. Ich komm und rette dich. Ich hol dich raus. Oh nein. Was machst du denn hier? Zeig mir mal, was du mit... Oh, na, kleiner Mann, Junge. Ey, fährt er erstmal den nächsten um, ey. Scheiße, der schafft es echt, Alter. Der schafft es einfach echt immer wieder. That driving skills, though. Ist jetzt nicht dein Ernst. Hast du nicht gebracht? Nein! Hör doch auf, fahr doch ordentlich. Dieser weiß angezogene Mann ist Carlo und er hat hier eine Arbeit als so ein Wissenschaftler. Carlo, der Wissenschaftler. Ist,
verdient ihr von diesem Typ da hinten nur $5 pro Tag. Okay. Ja, genau. Er wird unfair bezahlt. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist aber ziemlich unfair. Arbeitet alle. Er hat keinen Schulabschluss, ist so wie dieser Wissenschaftler und der heißt Pablo. Und Pablo? Und er guckt gerne Videos von Miguel Pablo. Oh shit. Aber er hatet ihn nicht. Er tut Miguel Pablo nicht haten. Er tut ihn leiten. Er tut ihn leiten? Liken, ja. Ach, liken. Liken. Ja. Jetzt weiß ich, was du meinst, kleiner Junge. Und er arbeitet hier nur im Rumsitzen und bekommt $500,000 die Stunde. You don't really wanna fuck with me. Okay, der kleine Junge erklärt mir die Welt im Bunker. Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid, wie es hier läuft. Was ist denn da oben rot blinkendes? Was hast du da oben rot blinkendes installiert? Oben links. Oben in der Ecke. Hier oben links an der Wand. Was ist das? Das sieht aus wie eine Kamera. Das ist eine Bombe, Alter. Fahr mal weg hier. Ja, das ist eine Bombe. Was? Fahr weg. Ja. Er wird sterben. Ich möchte dir jetzt nochmal zu guter Letzt wirklich vom ganzen Herzen danken, dass du mich gerettet hast, ja? Ich hätte da wirklich drauf gehen können. Kein Problem. Vielen Dank. Ich werde sterben, sonst kommen keine Videos mehr. Ja, danke, das ist wirklich richtig nett von dir, dass du da an mich gedacht hast. Ja, aber die Videos, dass du mich verarschst, feier ich gar nicht. Okay, willst du die Jana-Familie grüßen? Ja, ich grüße der Jana-Familie. Hast du noch einen Gruß, den du raushauen willst? Ja, die abonniert alle Jana-Mann und dieses Video disliken, das dann rauskommt. Bitte, ich flehe euch alle an. Alles klar, super. Also soll die Jana-Familie einen fetten Like da lassen und den Kanal abonnieren, um überhaupt gar nichts mehr zu verpassen. Nein. Bin ich ganz deiner Meinung. In diesem Sinne würde ich sagen, macht es gut, eure Leute. Euer Jana-Mann.